Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Sehr geehrte Damen und Herren, an sich bin ich Kriminalhauptkommissar, derzeit aber Lehrbeauftragter für praxisbezogene Kriminalistik an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Bramme. Die Kripo-Ausbildung ist auch das Milieu, in dem ich mein Hörspiel angesiedelt habe. Es geht auf reale Vorkommnisse zurück und ich weiß, dass ich beamtenrechtliche Konsequenzen zu befürchten habe, wenn sie es produzieren und senden sollten. Dennoch. Es begann an einem Juniabend. Das Ende eines Nestbeschmutzers. Hörspiel von Key. Ja doch! Mannhart, was ist denn? Störe ich dich? Hast du wieder eine hübsche Studentin im Büro? Oder die Kollegin Grüber? Die Grüber hat ein Haus draußen in Wietzenbruch geerbt. Die ordnet die antiken Stücke. Wenn sie andere hat, kann sie dich ja vergessen. Gott, es ist ja schon dunkel geworden. Mann, gleich 22 Uhr muss ich eingeschlafen sein über meinen Klausuren. Nicht mal das Klingeln hat dich wach gemacht. Ich bin gerade auf der Toilette gewesen, als du angerufen hast. Oh, so allein in dem großen Gebäude. Oh, komm, ich bin gelernter Bulle. Hm, trotzdem, soll ich in die Hochschule kommen, dich abholen? Ja, gern. Ach, ich krieg ja noch Besuch. Und das sagst du mir so offen. Oh, Quatsch, doch keine Studentin. Dieser Markus Lau, ich hab dir doch von ihm erzählt, wo ich meine Untermiete gewohnt habe, bei der Mutter. Der steht so ziemlich auf der Kippe und hat vorhin ja angerufen, ob ich ihm nicht ein paar Tipps für die mündliche Prüfung geben kann. Beziehungen, aha. Ach Mann, das ist eine arme Sau. Ich habe die Tür hinten schon aufgeschlossen, damit er gleich... Hier ist was. Ich muss aber... Ruf 110 an. Aufhören da, ich komme! Gott, was ist denn hier? Ein Mann, ganz plötzlich. Erst hat er meinen Bruder. Der liegt da an der Tür. Vorsicht! Der Feuerlöscher! Oh. Der Schaum! Markus, was ist denn? Nase. Gott. Lassen Sie ihn nicht. Ich mach das schon. Ist er tot? Wer? Professor Lachmund im Zimmer. Das ist ja der Nackenhorst. Ja, erschlagen. Mit dem Pokal hier. Das Blut. Ich kann nicht mehr. Wo ist der Täter denn hin? Durch das Fenster da. Die Kollegen... Wir werden alles versuchen. Da war aber nichts mehr zu machen. Vom Täter keine Spur. Danach das Übliche. Heike, meine Lebensgefährtin, die beim Brammer Tageblatt als Journalistin arbeitete, war als Erste zur Stelle und telefonierte dann von meinem Büro aus mit der Redaktion am Markt. Das kriegen wir noch ins Blatt, wenn Sie sich gleich an den Computer setzen. Ja, okay, fange ich mal an. Also Überschrift. Diesmal war es keine Übung. Mord im Ausbildungszentrum der Norddeutschen Kripo. Haben Sie? Dann der Text. Gestern Abend, kurz nach 22 Uhr, wurde Holger Nackenhorst, der 46-jährige Verwaltungsleiter der Hochschule für öffentliche Verwaltung, in Klammern Groß HÖV, bei einem Rundgang durch das Gebäude des Fachbereichs 4, römisch 4, Polizei, von einem Unbekannten angegriffen und mit einem Sportpokal aus massivem Bronzeguss so schwer am Kopf verletzt, dass er trotz sofortiger Einlieferung ins Krankenhaus Bramme-Neustadt nicht mehr gerettet werden konnte. Punkt. Absatz. Der Kommissarsanwärter Markus Lau, ja, Markus mit K, 22, der mit seiner 5 Jahre älteren Schwester Andrea die Hilferufe des Überfallenen gehört hatte, kam um Sekunden zu spät. Er stürzte sich sofort auf den Mann, der Nackenhorst getötet hatte, wurde jedoch mit demselben Pokal niedergeschlagen und trug einen Nasenbeinbruch, eine Gehirnerschütterung und eine mehrere Zentimeter lange Platzwunde im Stirnbereich davon. Haben Sie? Gut, Absatz.
Vorangegangen war offensichtlich ein Einbruch in das Büro von Professor Dr. Hans Ulrich Lachmund. Hans mit Doppel-N. In dem der Täter sichergestelltes Rauschgift vermutet haben könnte. Absatz. Der Täter wird als außergewöhnlich groß und auffallend schlank beschrieben. Die zweite Mordkommission unter der Führung von Kriminalhauptkommissar Thomas Katzoa hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um zweckdienliche Hinweise. Was diese Hinweise betraf, da passierte in den ersten 24 Stunden nach der Tat herzlich wenig, so dass der federführende Kollege Zeit genug hatte, mich mit seiner Fragerei gehörig zu nerven. Man muss dazu sagen, dass mich mit Thomas Katzoa ein von Herzen kommender Hass verband. Hätte es die Institution des Duells gegeben, wären wir die Ersten gewesen, die im Brammer Stadtwald aufeinander angelegt hätten. So ging es leider nur verbal. Sie sind doch mit dieser Heike Hunholz vom Tageblatt kräftig liiert. Ansonsten hätte ich schon längst Selbstmord begangen. Na, wenn es so eine Absucht ist, dann wissen Sie übrigens, wer Ihr Vorgänger war? Nein. Muss ich? Ich nicht. Das hätte ich mir auch denken können. Siehe Heikes Kommentare über Sie und dass Sie daraufhin zum Gericht gelaufen sind. Naja, Katzoa zum Kotzen war ja auch ein bisschen arg daneben. Aber was meinen Sie denn, Mann, hat wer vor Ihnen im Bett der Heike Hunholz sein Glück gefunden hat? Das interessiert mich nicht im Allergeringsten. Mich aber, weil es nämlich unsere sehr verehrte Leiche war. Nackenhorst? Eben der. Und in seinem Schreibtisch haben wir Briefe gefunden, die darauf hinweisen, dass er der Dame Hunholz noch immer tief verbunden ist. Das Motiv ist immer der Schlüssel. Wollen Sie damit sagen, dass ich... Ich will gar nichts. Ich denke nur laut. Zumal wir Ihre Fingerabdrücke gefunden haben. Auf dem Pokal, auf der Mordwaffe. Natürlich habe ich das Ding in der Hand gehabt. Wie Lachmund sicher auch und ein Dutzend anderer. Die Putzfrau eingeschlossen. Sie sagen es. Alle aber mit einem absolut wasserdichten Alibi. Und der Täter? Keine Fingerabdrücke vom Täter? Nein, der hatte Handschuhe an. Wir haben ein winziges Stückchen davon am Sockel unten gefunden, da wo die Sieger mit einer Messingplakette verewigt werden. Gelbe Haushaltshandschuhe, Gummi. So wie die, mit denen Sie letzte Woche Ihr Rad geputzt haben. Was soll denn der Quatsch? Andrea und Markus haben schließlich den Täter gesehen. Leider nur die beiden. Was soll denn das nun wieder heißen? Nichts. Außer, dass Sie der Familie Lau doch quasi familiär verbunden sind. Könnten wir diese Ablenkungsmanöver bitte mal lassen und zum Eigentlichen kommen? Und das wäre? Dieses Tonband hier, das ich von Nackenhorst habe. Sie wissen, dass er unsere Leitfigur war, immer vorneweg im Kampf gegen die Reps und Neonazis bei uns im Polizeibereich, gegen alles, was faschistisch ist. Wie das bloße Einhalten bestehender Gesetze, ich weiß. Oh, lassen wir das. Aber hören Sie mal. Nackenhorst, du rote Sau, verschwinde endlich aus dem Bau, oder wir liegen dich um, du Nestbeschmutzer, du. Ende. Da sollten Sie mal nachhaken. Danke für den Hinweis. Ja, bitte. Ich habe die Phantomzeichnung machen lassen. Frau Lau. Herr Jürgen, hallo. Grüß dich, Anaya. Wie geht's Markus? Ganz gut, den Umständen entsprechend. Bis Freitag soll er noch im Krankenhaus bleiben. Hat wirklich nur mal Glück gehabt. Und selber? Nicht so. Der Schock. Klar. Ja, was ist denn nun rausgekommen bei der Phantomzeichnung? Hier. Gott, der sieht ja wirklich aus wie unser sogenannter Kellerfenster-Spaghetti. Das ist der lange Dürre, der immer durch die Gitterstäbe durch ist. Ja, drogenabhängig, Beschaffungskriminalität, mit zunehmender Neigung, gewalttätig zu werden. Im Bahnhofsmilieu ist er auch als Penny bekannt, wahrscheinlich abgeleitet von Penner. Wird denn nach Penny schon gefahndet? Ja, ebenso wie nach ihrem Kollegen. Nach Lachmund? Ja, der sollte mal anrufen und mir sagen, was in seinem Büro... Nichts. Da ist er ja... Ja, ich bin sicherheitshalber gleich selbst vorbeigekommen. Sehr schön. Und? Wie gesagt, nichts. Kein Schrank offen, keine Schublade durchwühlt, keine Akten durcheinander gebracht. Der Mann ist aber bei Ihnen aus dem Zimmer gekommen, mit Ihrem Pokal in der Hand. Der Mordwaffe. Was kann ich denn dafür? Das ist der Wanderpokal, den haben wir Professoren im letzten Jahr gegen die Verwaltungsfachleute gewonnen. 1-0 durch ein Selbsttor. Und raten Sie mal, wer das geschossen hat. Nackenhorst. Mhm. So ist es. Na schön. Aber was sollte der Mann bei Ihnen gesucht haben? Puh, etwas zu essen. Eine Couch zum Schlafen. Geld. Vielleicht auch etwas Rauschgift, wenn er wirklich die Gebäude verwechselt haben sollte.
Ich habe 024 und das Heroin, das neulich am Bahnhof gefunden worden ist, liegt im Raum 025. Aber nicht in der HÖV, sondern in der Polizeikaserne draußen. Na schön. Dann hätten wir es vorerst. Ziel der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ist es, einen Lebensvorgang in Ursache, Ablauf und Wirkung zu rekonstruieren und dokumentarisch zu belegen. So bringen wir es unseren Studenten bei, wenn sie begreifen sollen, was Ermittlungsakten sind. Denn ein Kriminalfall wird in aller Regel erst über die polizeilichen Ermittlungsakten für die Prozessbeteiligten erschlossen. Soweit war es im Falle Holger Nackenhorst allerdings noch lange nicht. Das Leben an der HÖV ging zwar weiter, doch es war bei uns wie mit dem Karneval während des Krieges am Golf. Aller Frohsinn war verpönt. So auch in der Kommission, die über die Berufung eines Polizeipsychologen zu entscheiden hatte und der auch Lachmund und ich angehörten. Lachmund, obwohl Jurist, sogar als Vorsitzender. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Nachdem wir unseres toten Freundes und Kollegen Holger Nackenhorst gedacht haben, wollen wir nun in der Anhörung der Kandidaten fortfahren. Der nächste wäre Dr. Volkmar Ernst aus Berlin. Die Probelehrveranstaltung hat ja bereits gestern Morgen stattgefunden und wir hatten Herrn Nackenhorst als Berichterstatter vorgesehen. Ja, Herr Mannhardt? Ich habe mit ihm gesprochen. Und er war geradezu entsetzt von Dr. Ernst. Langatmige Monologe, fürchterliches Fachchinesisch und ein gesellschaftliches Bewusstsein, das sogar dem Ku Klux Klan zu rechts gewesen wäre. So der Kollege Nackenhorst wortwörtlich. Das stimmt doch gar nicht. Dr. Ernst war voll gut, wie sein Name das sagt. Endlich mal einer, der sein Fach ernst nimmt und nicht nur auf Entertainment macht. Die studentische Seite hat sich offenbar schon festgelegt. Nackenhorst hatte das auch. Das Letzte, was er mir nachgerufen hat, war nur über meine Leiche. Ich bitte Sie, geht's vielleicht etwas weniger makaber, Herr Kollege Mannhardt? Entschuldigung, aber unsere Dreierliste, gestern hat es ja im Hinblick auf den ersten Platz ein Patt gegeben. Ich hoffe, dass sich die Nachrückerin von Herrn Nackenhorst an dessen Votum hält. Frau Scholz, Sie werden doch sicher... Nein, ich finde, dass er ein großer Gewinn für uns wäre. Oh Gott, wenn doch bloß Frau Grüber da wäre und mich unterstützen könnte. Ja, die Studenten haben schon nachgefragt, weil ihre Lehrveranstaltung ausgefallen ist, ohne dass sie Bescheid gesagt hat. Sie arbeitet gerade an einem Aufsatz über die Ursachen des morgendlichen Verschlafens. Also nutzen wir die Stunde, meine Damen und Herren. Fragen wir Herrn Dr. Ernst nach allem, was außerhalb des Datenschutzes liegt. Bitte. Der Kollege Mannhardt sitzt der Tür am nächsten und darf ihn reinholen. Oh, ich danke dem Herrn Vorsitzenden für das in mich gesetzte Vertrauen. Gern, gern. Herr Dr. Ernst, bitte. Danke sehr. Herzlich willkommen, Herr Dr. Ernst. Wenn Sie bitte hier neben mir Platz nehmen würden. Ja, sehr gerne. So, niemand werfe den ersten Stein, aber jeder stelle die erste Frage. Ja, wie immer, keiner wagt es. Weder Rittersmann noch Knapp. Muss ich es also tun. Frage ich also Herrn Dr. Ernst, was für ihn die Psychologie im Rahmen der Polizeiausbildung denn eigentlich soll. Tja, lassen Sie mich mit dem Theoriedefizit der berufsrelevanten Fächer beginnen. Aha. Oder besser mit der Frage, ob ein Polizist der berühmte Sozialarbeiter mit der Dienstpistole sein kann und sein sollte. Hoheitliches Handeln, die Durchsetzung legitimer physischer Gewalt, Aufrechterhaltung von Gesetz und Ordnung auf der einen Seite. Das Bild vom Freund und Helfer auf der anderen Seite. Ja, was soll da Priorität genießen? Kann man diese Widersprüche ohne Psychologen in den Griff kriegen? Mit erst recht nicht. Ruhe doch bitte. Und könnten wir die Tür nicht bitte geschlossen halten, ja? Entschuldigung. Ach, nicht doch jetzt, gerade beim Hearing, Herr Katsur. Mannhardt, gucken Sie doch bitte. Ja. Ich würde da gerne noch einmal einhaken. Tut mir leid. Bei Ihren Auslassungen. Ganz abgesehen davon, dass ich das alles ein bisschen auf die Papier finde, Sie sagen... Was ist denn los? Die Sensation Nummer eins. Es gibt Zeugenaussagen, dass kurz vor 22 Uhr ein Mann um das HÜV-Gebäude herumgeschlichen ist. Ich kann's kaum gewesen sein. Ich habe bei mir im Büro gesessen und geschlafen. Größer als Sie und schlanker. Der Rasensprenger war den ganzen Tag über an und wir haben einen schönen Schuhabdruck ausgießen können. Den passenden Schuh dazu haben wir eben im Gästehaus der HÖV sichergestellt.
Und seinen Träger wollte ich gerade... Dr. Ernst? Erraten. Erkenne sicher das Motiv, dann hast du den Täterkreis. So der Leitspruch von Lemoyne Snyder, dem amerikanischen Altmeister der Kriminalistik. Und wir Ermittlungsbeamte neigen wohl alle zur Überbewertung dieser Erkenntnis. Keiner hatte einen direkten Nutzen von Nackenhorsts Tod, außer Dr. Ernst. Und damit saß er ganz schön in der Bredouille. Das meinte auch Heike, als ich ihr am Abend davon Bericht erstattet hatte. Etwas hängen bleibt immer. Mich wundert dabei nur, dass Katzol da nichts unternommen hat. An die Spuren im wahrsten Sinne des Wortes ein wenig zu verwischen. Denn einen Psychologen, der weiter rechts steht als dieser Volker Ernst, den findet er doch kaum. Das ist an sich sein Protégé. Was sollte er machen? Entdeckt hat den Abdruck einer von den jungen Beamten aus der Antikazoa-Front. Und der hatte natürlich sofort Alarm geschlagen. Dich zum Beispiel angerufen. Was denn? Der Schnauzbärtige da, Timo, der für die Rosa-Grüne in den Stadtrat will? Mein potenzieller Nachfolger bei dir, ja? Ach, mach dir mal keine Hoffnungen, ja? Aber weißt du, was das Schärfste ist? Nein. Er hat dir einen Brief geschrieben. Was denn mir? Ich habe die Post mit hochgebracht. Hier. Hattest du ja wieder mal vergessen. Steht sicher drin, dass ich die Hände von dir lassen soll. Von wegen des Altersunterschieds, dass ich dein Vater sein könnte. Und dass er sich unsterblich in dich verliebt hat. Bei der letzten Friedensdemo. Ach, reiß doch mal auf. Bitte. Bitte, bitte. Ah! Eine Briefbombe. Eine zwar nicht gerade profihafte Konstruktion, aber immerhin. Der Sprengstoff, wenn man das Zeug, das aus Silvesterkrachern stammt, überhaupt so nennen konnte, hatte mir etwas Haut von den Fingerkuppen gerissen und ein wenig die Augenbrauen versenkt. Sonst nichts weiter. Heike hatte ich mit einem kleinen Schock zur ersten Hilfe fahren müssen. Eine kleine Beruhigungsspritze, dann hatte sie schlafen können. In dem Umschlag hatte eine Drohung gesteckt. Hau ab aus Bramme, sonst machen wir Ernst. Man hatte sofort nach Timo gefahndet, doch der war nirgendwo aufzufinden. So ging ich am nächsten Morgen erstmal wieder zur Tagesordnung über und die hieß Dr. Ernst. Ich traf ihn mittags in der HÖV oben in unserer Cafeteria. Die Lage war noch nie so ernst, Herr Ernst. Was sagt der Psychologe in Ihnen dazu? Die Urangst, als Unschuldiger verfolgt zu werden, für etwas bestraft zu werden, was man nicht getan hat. Höchstens in Gedanken. Nein, auch da nicht. Aber Ihr Vertrag im Wissenschaftszentrum, der läuft doch aus. Bekommen Sie die C2-Stelle hier, sind Sie gerettet. Ansonsten ist doch alles aus für Sie. Zappenduster bis in alle Ewigkeit. Und das mit einer Frau und drei Kindern. Das ist mein Elend sicher. Und darum wollte ich mit Nackenhorst auch noch einmal reden. Ihm sagen, dass ich nicht so weit recht stehe, wie er das offensichtlich angenommen hat. Und da der Haupteingang abgeschlossen war, bin ich um das Gebäude herumgegangen, um zu sehen, ob irgendwo Licht brennt. Da waren aber plötzlich die Schreie und ich bin getürmt, aus der Angst heraus ins Gerede zu kommen, wo ich ja hier bei Ihnen nicht nur Freunde habe. Das sicher. Unsere Fachkoordinatorin für Sozialwissenschaft steht auch nicht gerade hinter Ihnen, um es mal vorsichtig zu sagen. Frau Grüber... Na, das war geradezu eine Hetzkampagne gegen mich, ich weiß. Das ist die Rache dafür, dass ich vor Jahren mal ein Buch von ihr fürchterlich verrissen habe, die Kunst, Nein zu sagen. Das hat sie ja nun in ihrem Fall getan. Um eine Freundin aus ihrem Zitierkartell nach Bramme zu holen, ja. Hallo? Hallo, eine Studentin von mir. Entschuldigung, hat sich Frau Grüber inzwischen wieder angefunden? Nein, leider nicht. Ich fahre aber mit Lachmund nachher mal raus zu ihr. Okay, ich rufe dich dann mal an. Hier geht's ja recht locker zu. Keine Angst. Nur bei einer Minderheit von Studenten und Dozenten. Das Gros tut noch so, als hätten wir 1891. Wann wird denn die Berufungskommission wieder zusammentreten? Freitag, 15 Uhr. Da wird es dann wohl zur Kampfabstimmung kommen, über die Dreierliste. Ha, da kommt ja Katzoa. Herrchen allerseits. Wollen Sie sich setzen? Nein, danke. Nur schnell Herrn Dr. Ernst zu einer Gegenüberstellung bitten.
Der Markus Lau, der liegt doch noch im Krankenhaus. Ja, aber seine Schwester steht uns zur Verfügung. Markus Lau, das ist der Kommissaranwärter, der niedergeschlagen und schwer verletzt worden ist. So ist es. Und seine Schwester Andrea möchte uns nun sagen, ob einer von den 7 Männern, die wir auf unserer kleinen Bühne aufbauen werden, der Täter ist. Und ich soll einer dieser 7 potenziellen Mörder sein? Der Untersuchungsrichter will es so, Herr Dr. Ernst. Nun denn. Sehen Sie es als Chance, mal am eigenen Leibe zu erfahren, wie einem dabei so zumute ist, wenn die Tatzeugen einen anstarren. Mein Wagen steht unten. Eine gewisse klammheimliche Freude erfüllte mich schon, den Herrn Psychologen so zappeln zu sehen. Er hatte einiges getan, was nicht nur Nackenhorst gegen den Strich gegangen war. Zum Beispiel Trainingsprogramm für Polizisten entwickelt, die den finalen Todesschuss abgeben sollten. Oder wissenschaftlich, in Anführungsstrichen, begründet, warum Türken hierzulande als Polizisten ungeeignet waren. Aber bei aller Abneigung gegen ihn, dass er Nackenhorst im Affekt erschlagen hatte, das mochte ich dennoch nicht glauben. Aber vielleicht konnte mir Markus Lau da weiterhelfen. Ja, bitte. Hallo, Markus. Oh, Herr Mannhardt. Ja, ich wollte doch mal sehen. Ach, Frau Lau. Ja. Dass Sie auch gerade... Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, gar nicht, Herr Mannhardt. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Danke. Mein Sohn hat schon gefragt, wo Sie denn bleiben. Na, Markus, wie stehen denn die Aktien? Man sieht ja gar nichts von deinem Gesicht. Alles Gips, alles Mull. Die Nase, die Lippen, alles geschwollen. Aber alles in allem hast du trotzdem noch gewaltig Glück gehabt. Ja, wo Herr Nackenhorst tot ist. Hör auf, Mutter. War Katsua schon hier und ist dir auf die Nerven gegangen? Selbstverständlich. Also ihr seid beide den Flur entlang gekommen, Andrea und du, und habt bei Lachmund im Zimmer Geräusche gehört. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen, Junge. Was soll ich da groß erzählen? Andrea wollte ihm guten Abend sagen, weil sie ihn von früher her kannte. Sie hat ja auch mal an der HÖV studiert, bevor sie nach Berlin gegangen ist, an die FU. Oh ja. Und in Lachmunds Zimmer hatte der Täter Nackenhorst schon erschlagen und ist dann mit dem Pokal auf dich losgegangen. Ja. Und hat ihn voll im Gesicht getroffen. Hoffentlich bleibt da nichts nach. Und Andrea, was hat die? Die hat den Feuerlöscher von der Wand gerissen, um damit zu spritzen. Dass er kampfunfähig wird, ja. Keine schlechte Idee. Er ist aber dann aus Lachmunds Fenster raus. Im Parterre, da... Trink mal noch von dem Vitaminsaft, Markus. Du brauchst das jetzt. Hier. Ja doch, Mutter. Und dann bin ich auch schon unten gewesen bei euch. Ja. Irgendwie bekannt vorgekommen ist dir der Täter aber nicht. Nein. Diesen Diplompsychologen aus Berlin, den Dr. Ernst, den hast du bei seiner Probevorlesung nicht gesehen. Da hatten wir bei Professor Hirsch-Lampert Ausländerrecht und durften nicht hin. Naja. Andrea wird da schon sehen, ob der... Ach, Herr Mannhardt, wenn mein Sohn bloß die Hauptprüfung schafft. 2 5 im schriftlichen Teil, in Zivilrecht und in Betriebswirtschaftslehre. Ach ja, und das mündliche erst, nach allem, was geschehen ist. Och, keine Bange. Markus ist doch bei uns an der HÖV der Urtyp des guten Polizisten. Immer fleißig, viel motivierter als alle anderen. Ja, das hat er meinem Mann versprechen müssen, noch auf dem Totenbett, dass er es mal bis zum ersten Hauptkommissar bringt. Mindestens. Mutter, hör auf damit. Wird er schon? Ich weiß nicht. Von den 6 Klausuren, da hat er ja bei 2 ganz sicher eine 5. Das ist schon durchgesickert. Bei mir in Kriminalistik, da hat er dafür eine glatte 2. Aber jetzt die Gehirnerschütterung und der Schock. Und lernen kann er auch nicht. Die Prüfungskommission wird darauf Rücksicht nehmen, ganz sicher. Ich sitze ja da auch drin. Wenn er durchfällt, das überlebe ich nicht. Gott, Frau Lau, so kann man doch nicht reden. Mein Mann, sein Vater, der war Pförtner bei der Polizei. Und Markus, der Wer soll mich... Wer ist denn schon wieder? Andrea, wo kommst du denn plötzlich her? Na, durch die Tür, Mensch. Hör doch bloß endlich auf, ihm die Hölle heiß zu machen. Was kann er denn dafür, dass er da was abgekriegt hat? Ich habe ja schon gesagt, dass wir das mit der mündlichen Prüfung ganz sicher hinkriegen werden. Ja, bloß aber, keine Panik. Aber sag mal, da bin ich wirklich gespannt drauf. Was ist denn rausgekommen bei der Gegenüberstellung? Nichts. Also nicht der Dr. Ernst. Wer? Einer von den 7 Männern, die du dir angesehen hast. Einer mit einem handfesten Motiv. Für den ist es in der Berufungskommission um sein oder nicht sein gegangen. Nackenhorst war gegen ihn. Nackenhorst Nachfolgerin, aber verehrt ihn geradezu. Tut mir leid, aber ich habe wirklich keinen erkannt. Tja, da kann man nichts machen. Dann werde ich mal wieder. Mach's gut, Markus. Ciao. Gute Besserung. Tschüss dann. Ciao. Auf Wiedersehen, Frau Lau. Auf Wiedersehen, Herr Mannhardt. Musik.
Die Sache wurde immer peinlicher für die Polizei wie für die Law-and-Order-Fetischisten in der HÖV. Nichts lässt die Leute mehr lästern und erschüttert die dahinterstehenden Ideen, als wenn man einen sittenstrengen Priester im Bordell erwischt, einen fanatischen Vegetarier beim Steak oder einen Polizisten beim Clown. Und dann erst sozusagen anderthalb Morde im Tempel von Gesetz und Ordnung. Das beschäftigte natürlich auch Lachmund und mich, als wir in seinem Wagen nach Wietzenbruch fuhren, um die Kollegin Grüber in die Berufungskommission zurückzuholen. Als Psychologin müsste sie eigentlich Grübler heißen und nicht Grüber. Worüber grübelt denn die gute Reinhild Grüber gerade? Ich glaube, über einem Buch, worin sie darlegt, warum Mädchen lieber mit Mädchen als mit Jungen spielen. Weil die bloß immer Doktorspiele wollen? Nein, weil die ihnen zu dominant sind, zu unsensibel und zu grob. Früh übt sich, wer ein Polizeibeamter werden will. Danke. Du brauchst dir doch den Schuh nicht anzuziehen. Ich weiß. Ich bin das kleine Sensibelchen hier. Ach komm. Du musst doch aber zugeben, dass eure Truppe schon so wirkt wie die Offensive Line der Washington Redskins. American Football plus Machismo a la Mexico. Nichts da von des Gedankens kränkelnder Blässe. Wie stellst du dir den Polizisten vor? Mit O-Bein und rachitisch, dicke Brille, 100 Meter in der Marathonzeit, dafür aber mit großem Latinum und einem Gelübde, nie eine Waffe in die Hand zu nehmen. Und dass er in Tränen ausbricht und zur Therapie muss, wenn er mal eine Leiche sieht. Ja, wie die von der Grüber beispielsweise. Wie kommst du darauf? Na, wenn das ein Tatort wäre, dann könnte ich mir einen anderen Gag gar nicht denken. Zur Berufungskommission ist sie nicht gekommen. Ihre Lehrveranstaltung ist ausgefallen. Mann, hör auf den Teufel an. Da drüben ist es schon. Da am Dorfanger. Was, die alte Karte da? Ein wunderschönes Fachwerkhaus. Packen wir es an. Du bist ja leichenfest. Ja. Oh, es fängt an zu regnen. Traurig alles. Auch der Himmel weinte, als sie Reinhild Grübers Leichnam fand. Du scheinst ein perverses Vergnügen dran zu haben. Was kann ich dafür, dass ich ein verhinderter Hellseher bin? Eine Klingel gibt's hier nicht. Ach, wozu auch? Frau Professor Dr. Grüber? Aufmachen bitte, Kriminalpolizei. Sie sind festgenommen wegen Schwänzens Ihrer Lehrveranstaltungen. Hör auf! Jetzt glaubst du doch wohl, dass... Naja, kein Scherz mit dem Entsetzen. Ich gehe mal zum Fenster hin. Hallo? Wir sind's nur. Wenn es ein Drehbuch wäre, müsste sie jetzt erschlagen in der Diele liegen. Oh Gott, ich könnte dich wirklich... Die Herren Kollegen suchen mich? Ja, wir wollen als Erste mit der Leiche sprechen. Wieso denn das? Wir dachten schon, dass Sie hier inmitten Ihrer Schätze... Heute ist doch Berufungskommission gewesen. Und Sie haben doch außerdem mittwochs von 8 bis 10 immer Psychologie 1. Ja und? Heute ist doch Dienstag. Nein, Mittwoch. Oh Gott! Psychologen, ich sag's ja. Sollte sie in das geerbte Haus einziehen oder nicht? Sollte sie eine Anlaufstelle für entlassene Knackis darin einrichten? Woher bekam sie die Zuschüsse für eine WG mit therapeutischem Charakter? Das alles hatte sie die HÖV völlig vergessen lassen. Kazor, den ich am nächsten Morgen in seinem Büro aufsuchte, fand das alles andere als spaßig. Eine solche Frau soll nun unsere jungen Beamten sinnvoll ausbilden. Ordnung ist das halbe Leben. Und die andere Hälfte, da muss doch auch einer für zuständig sein, oder? Natürlich wir. Um auch diese andere Hälfte schnellstmöglich in Ordnung zu bringen. Nicht doch. Erst das Chaos lässt uns leben, aufleben, Menschen werden, kreativ, spontan, wandlungsfähig. Aber nicht bei uns im Polizeibereich. Gerade da, wo die Hierarchie alles erstickt, wo die Antennen noch immer nicht ausgefahren sind für die Bedürfnisse und das Denken der anderen. Amen. Und ein Hoch auf all jene, die anderen Briefbomben schicken. Deswegen bin ich eigentlich hier. Ja, wir haben auch nicht viel mehr gefunden als Sie selber. Den Brief mit den Hakenkreuzen. Ja. Nestbeschmutzer, raus aus Bramme. Nackenhorst war der Anfang. Du wirst der Nächste sein. Wir lassen unsere Stadt und unsere Polizei nicht von euch rot-grünen Säulen unterwandern. Gruppe Völkisches Erwachen. Na fein. Ja. Und nun jagt man die Täter durch Einstellung des Verfahrens. Ach, ein dummer Jungenstreich. Wobei die dummen Jungen durchaus die Söhne hochdekorierter Väter sein Gott, könnten. Mann, hart. Wer die Polizei schwächt, der arbeitet dem organisierten Verbrechen in die Hände. Und da möchte ich das Ganze auf kleinster Flamme kochen. Und nicht zu vergessen, der gute Ruf dieser Stadt. Es könnten ja keine Investoren mehr kommen. Quatsch. Genauso wie Ihr Verdacht, was diesen Timo betrifft. Kripo Barme Katzor.
Ja. Ja. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, ich komme gleich. Wissen Sie, was passiert ist? Nein, woher? Was denn? Wieder hat es Ihre HÜV getroffen. Hat einer alles angesteckt? Ach. Die Grüber ist ermordet worden. Nun, es war so kurz nach Nackenhorsts Tod ein Schock für uns alle. Die Kolleginnen und Kollegen meldeten sich reihenweise krank. Die Lehrveranstaltungen wurden bis Montag nächster Woche abgesagt. Reinhild Grüber war in ihrem ererbten Haus in Wietzenbruch erschlagen worden. Offenbar von einem Einbrecher, den sie nachts überrascht hatte. Lachmund litt unter dem Gedanken, mit seinem makabren Spielchen, als wir sie besucht hatten, das Unheil heraufbeschworen zu haben. Als hätte er das Schicksal bzw. den Täter erst auf die Idee gebracht. Nun musste die Mordkommission doch ein wenig Tempo zulegen. Ich traf Kazoa eine knappe Woche später auf dem Brammer Hauptbahnhof, wirklich rein zufällig, als ich Heike vom Intercity abholen wollte. Hallo, Kazoa! Nicht weglaufen! Ich will nicht so laut! Kommen Sie hinter den Kiosk. Was ist denn los hier? Wir warten auf Penny. Der ist doch nun bestimmt nicht mehr in Bramme. Einer unserer V-Männer will ihn gestern im Bahnhofsviertel gesehen haben. Und Sie meinen immer noch, dass der Nackenhorst... Nicht nur den. Wie? Die Grüber auch. Es sind ja niedrige Türen in dem alten Haus da. Und der Täter ist im Dunkeln mit dem Kopf gegen einen Türbalken gestoßen. Ein bisschen Gewebeflüssigkeit, ein paar Haare. Das hat gereicht, um ganz eindeutig zu sagen, dass es der Pinsel war oder auch Penny. Kellerfenster Spaghetti. Ja. Na, nicht schlecht. Momentchen mal. Da kommt ja... Hallo, Andrea! Markus! Wieder aus dem Krankenhaus raus. Gott sei Dank, ja. Und dadurch, dass die Lehrveranstaltungen ausgefallen sind, hat er ja nicht so viel versäumt. Die meisten Dozenten bereiten euch auch so gut vor, dass sie fast schon die Prüfungsaufgaben verlesen. Letztes Jahr sind trotzdem 7 durchgefallen. Wenn ich diesmal in der Prüfungskommission sitze, werden es wieder ein paar mehr. Na, Sie machen meinem Bruder ja Mut. Lernen soll er. Ja, werde ich auch. Auf Wiedersehen dann. Tschüss, ja. Ciao. Sie wissen, auf wen ich warte. Wenn Sie so fragen, schon. Aber vielleicht ist Ihre Heike so clever, dass sie den Penny gleich mitbringt. Exklusiv. Das Brammer Tageblatt sprach als erstes mit dem Doppelmörder. Geht nicht. Was? Der kommt da gerade aus der Toilette. Wer? Na Mensch, der lange Eisenbahner da, in der Uniform. Tatsächlich, das ist er. Quatsch. So, Pinsel! Pinsel, Moment mal! Passen Sie auf! Der will sich vor den Zug werfen! Nicht mit dir, Ernst! Obwohl Kazoa als Verfechter der Todesstrafe später mächtig über das fluchte, was wir da gemacht hatten, es gelang uns noch im letzten Augenblick, Penny wieder von den Schienen hochzureißen. Auch bei der Vernehmung war nicht viel Widerstand zu brechen. Anfangs jedenfalls. Herr Pinsel, Sie geben also zu, die Psychologieprofessorin Reinhold Grüber in Ihrem Haus in Wietzenbruch mit einem Ziegelstein erschlagen zu haben. In Notwehr. In Notwehr. Als sie mich anzeigen wollte. Ob das nun Notwehr ist? Bestimmt nicht. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, da einzubrechen? Durch Zufall. Ich bin nach Wietzenbruch raus, um hinten irgendwo in einer leeren Scheune zu schlafen. Penny, Mann, mach hier nicht auf Penner. Du bist kein harmloser Stadtstreicher. Du bist ein hochgefährlicher Einbrecher und Gewalttäter. Schön. Ich wollte da das alte Zeugs rausholen. Ich lese natürlich immer die Todesanzeigen und wusste nicht, dass da schon wieder jemand drin gewohnt hat. Na, lassen wir die Grüber mal. Die ist ja nun sozusagen abgehackt. Aber weil du nun schon mal dabei bist, deinen Tisch zu machen, kannst du doch den Nackenhorst auch gleich noch zugeben. Wen? Den Verwaltungsleiter der HÖV. Sie waren doch zur Tatzeit da. Ja, aber nur zu sehen, ob da eine Gelegenheit war. Was für eine Gelegenheit? An die Kasse ranzukommen. Wobei dir dann Nackenhorst leider Gottes über den Weg gelaufen ist. Ach, Quatsch! Ich bin gleich weg, als da der Lärm losgegangen ist. Ja, und bei dieser Aussage blieb denn Penny auch. So sehr wir noch nachbohrten. Klar, sagten wir. Als Doppelmörder hätte er keine Chance gehabt, nach den üblichen 10 bis 15 Jahren Knast für die erste Bluttat wieder freizukommen. Doch an seiner Schuld war nicht zu zweifeln, denn bei der Gegenüberstellung hatten Markus und Andrea Lau ihn ohne jeden Zweifel als Täter wiedererkannt.
Markus bestätigte mir das noch einmal, als er bei mir in der Sprechstunde saß. Sicher war er das. Um ein Haar wäre ich ja sein zweites bzw. drittes Opfer geworden. Sieht ja immer noch schlimm aus, deine Narbe über der Nase. Ja, und da prägt sich alles ein, das Gesicht, die Figur. Ja, vergiss das mal, konzentriere dich auf die Prüfung. Ja, da wollte ich Sie gestern auf dem Bahnhof nicht nachfragen, weil Katsua dabei war. Das wäre auch schlecht gewesen. Wenn wir aber jetzt so 2, 3 Schwerpunkte? Sicher. Irgendwie siehst du schlecht aus. Fühlst du dich nicht so? Nach dem, was ich so alles erlebt habe? Keine Freundin, die dich trösten könnte? Derzeit nicht. Als ich noch bei euch zu Hause gewohnt habe, warst du immer so ein bisschen ein Einzelgänger. Meine Jahrgangskameraden sind doch alle ins Krankenhaus gekommen, mich besuchen. Und du hast ja auch noch deine Schwester. Die steht voll hinter mir. Aber bei der mündlichen Prüfung muss ich ja alleine da sitzen. Das kriegen wir schon hin. Konzentrieren wir uns auf das Thema Fehlerquellen in der polizeilichen Tatortarbeit. Zum Beispiel zu frühe Festlegung auf eine bestimmte Tathypothese oder Mängel in der Beschreibungsgenauigkeit des Tatortbefundes. Ah, ja, danke. Und dann vielleicht noch etwas über Kommissionen und Sonderkommissionen. Die PDV 131. Da habe ich meine Hausarbeit drüber geschrieben. Ich weiß. Wie deine Mutter damals gelitten hat, dass du wenigstens eine 2 dafür bekommst. Wie geht's dir denn inzwischen vom Kreislauf her? Ihr Herz. Bei der geringsten Aufregung kann's aus sein. Für immer. Bitte? Herein! Ah, Heike, du! Damit war mein Gespräch mit Markus Lau beendet. Sicherlich war das ein erheblicher Normenverstoß, den ich da begangen hatte. Ungerecht vor allem jenen Studenten gegenüber, die keine solchen Connections hatten. Aber ich konnte doch den armen Kerl nicht hängen lassen. Wie auch immer, Heike wollte mich an sich ins Kino schleppen. Stattdessen landeten wir bei Lachmund im Zimmer. Der wollte gerade nach Hause gehen, als er uns vorbeikommen sah. Na, ihr beiden Hübschen, wollt ihr nicht noch meinen neuen Beaujolais probieren? Gern, literweise. Hast du deine 80 Klausuren wieder nicht geschafft, ohne dich sinnlos zu betrinken? Nur um meine Skrupel zu überwinden, beim Auswürfeln der Zensuren. Wie geht denn das bei den halben Noten? 2,5, 3,5 und so weiter. Psst, keine Betriebsgeheimnisse verraten. Ach, ist doch ganz einfach, mit der Münze. Bei Adler gilt die volle Note, wie er Würfel sie anzeigt. Und bei Zahl kommt eine halbe Note hinzu. Genial. Und darum hat der hier eine 1,5 bekommen. Wer? Ja. Ein gewisser Markus Lau. Oh. Was? Der soll eine 1 bis 2 bekommen haben? Ja, wieso denn nicht? So eine prima Arbeit. Hast du was gegen den? Nee, ganz im Gegenteil. Aber als ich die in der Hand hatte, da schien es mir ziemlicher Mist zu sein. Wieso? Wann hast du den denn in der Hand gehabt? Na, als ich Nackenhorst vertreten habe. Den Ermordeten? Verstehe ich nicht. Das ist ganz einfach. Nackenhorst hat die Aufsicht bei der Strafrechtsklausur. Kurz vor Schluss, einige hatten schon abgegeben, muss er ganz dringend ans Telefon. Und unsere Verwaltung bittet mich, mal für 10 Minuten einzuspringen. Also Prost erstmal. Auf unsere Ein- und B-Springer. Ja. Ihre sexistischen Bemerkungen, Herr Professor Lachmund, zumal in den Diensträumen und im Beisein einer Feministin gemacht, werden disziplinarische Maßnahmen unvermeidbar werden lassen. Ach ja, macht mich mal vom Lachmund zum Ernstmaul. Nein, nicht Ernste. Er steht ja wohl noch immer unter Mordverdacht, ne? Ich denke, der Penny ist es gewesen. Weder noch. Wieso? Wartet mal ab. Ich hatte da eine ganz bestimmte Hypothese. Natürlich musste ich mich als Nichtjurist erst kundig machen und das dauerte ein Weilchen. Vor allem war es notwendig, noch einmal mit Markus und Andrea Lau zu reden, bevor ich mich mit meinem Verdacht an die Mordkommission, sprich Thomas Katsua, wenden konnte. Ich rief bei ihnen an und ihre Mutter sagte mir, dass sie zum Stadtpark seien, um sich dort ein Ruderboot zu mieten. So schwang ich mich aufs Rad, fuhr hinaus ins Grüne und fand sie am Steg, wo sie das Boot gerade wieder zurückgeben wollten. Hallo! Wollen wir nicht noch eine gemeinsame Runde drehen? Ich bezahl's auch. Ich muss wieder nach Hause. Lernen. Die halbe Stunde macht den Kohl auch nicht mehr fett. Okay, steigen Sie ein. Ja. Hoffentlich gehen wir nicht baden, alle drei.
aber nur bis zur Insel rüber und wieder zurück, dann muss ich wirklich. Er dreht langsam durch. Übermorgen ist es ja soweit. Seine Prüfung. Ist auch meine Prüfung. Eine für uns alle. Wieso? Was ist denn? Eine ganze Menge. Ich weiß etwas, das ich vergessen könnte. Aber ich darf's wohl nicht. Was meinen Sie denn? Deine Strafrechtsklausur bei Lachmund. Was ist denn damit? Die ist doch okay. Ja, die Lachmund korrigiert hat, die ist auch okay. 1 bis 2. Die andere aber war höchstens 4 bis 5, wahrscheinlich aber eine glatte 5. Welche andere denn? Die, die vorne auf dem Tisch gelegen hat, als ich Nackenhorst vertreten habe. Auf dem Stapel der schon abgegebenen Klausuren. Was soll denn der Scheiß? Langsam mal. Lachmunds Fall war ja das vorsätzliche, in Klammern unechte, Unterlassungsdelikt. Die 17-jährige Prostituierte Babsi F. lässt auf Anraten ihres Freundes Rocky W. ihr nicht-eheliches Kind Tamara verhungern. So. Ich sitze also im Hörsaal, langweile mich und greife mir eine der schon fertigen Klausuren. Deine natürlich, weil ich dich von allen am besten kenne. Das ist mir gar nicht aufgefallen. War ja auch unmöglich, weil du schon gegangen warst. Na und? Ich schaue mir also an, was Markus zu Papier gebracht hat. Er hebt voll darauf ab, dass sich Babsi einer Kindestötung nach Paragraf 217 Absatz 1 StGB strafbar gemacht hat. Hat sie nicht? Nein. Und so steht denn auch in der Klausur, die Lachmund nachgesehen und so gut bewertet hat, ganz was anderes. Dass auf Babsi nämlich der Paragraf 212 Absatz 1 anzuwenden ist. Totschlag. Sie hat den Tod ihres Kindes durch Unterlassen der Fütterung herbeigeführt. Ja, weil bei Kindestötung nach Paragraf 217 Voraussetzung ist, dass die Mutter das nicht-eheliche Kind während oder gleich nach der Geburt tötet. So ist es. Aber leider muss das ein gewisser Markus Lau beim Lesen des Textes, des Sachverhalts, übersehen haben. Totaler Blackout. Die Angst, die Panik. Ihre Fantasie möchte ich haben. Die hast du. Mir diese Briefbombe zu schicken und den Verdacht auf die Rechtsradikalen. Das ist doch idiotisch! Dass Penny den Nackenhorst erschlagen hat, daran zweifelt doch keiner mehr. Doch. Einer noch. Ich. Ich würde da vorsichtig sein, wo Sie doch schon mal in psychiatrischer Behandlung gewesen sind. Ja, gut. Da wären wir wieder. Ich bedanke mich fürs Mitfahren dürfen. Ich beriet mich noch kurz mit Heike. Und sie war voll und ganz meiner Meinung. Also eilte ich zu Kazor, um ihn dahin zu bringen, das Nötige zu aber tun. Hier ist doch Nackenhorsts Kürzel drauf. Die schriftliche Hauptprüfung, die große Staatsprüfung. 2 Fünfen hatte Markus schon. Mit einer 3. bei Lachmund wäre er durchgefallen gewesen. Aus der Traum. Damit ist die Sache klar. Markus schreibt mit Hilfe seiner Schwester und anhand von Fallsammlungen zu Hause eine gänzlich neue Klausur. Die Sache erscheint Ihnen einfach genug. Markus hat abends den Termin bei mir, sodass seine Anwesenheit in der HIV nicht weiter verdächtig ist. Aber Sie wollen bei Lachmund einbrechen und die missglückte Klausur gegen die neu geschriebene Superarbeit austauschen. Beide haben Sie natürlich Handschuhe an. Markus ist ja nach 6 Semestern Kriminalistik Spezialist, was daktyloskopische Spuren betrifft, beziehungsweise wie man diese vermeidet. Alles ist bestens vorbereitet. Doch leider Gottes werden Sie von Nackenhorst erwischt. Und Markus greift zum Pokal, um ihn zu erschlagen. Muss er, aus seiner Logik heraus. Denn das Erwischtwerden bedeutet für ihn das absolute Aus. Prüfung nicht bestanden. Und wegen des Einbruchs und des Täuschungsversuchs das Ende seiner Polizeikarriere. Zu Hause Herzanfall seiner Mutter. Schön und gut, aber auf der vorliegenden Klausur hier ist doch Nackenhorsts Kürzel. Das kann man nun mit Leichtigkeit fälschen. Sie könnten es aber trotzdem vom Graphologen untersuchen lassen. Es muss ja wohl auch eine andere Kugelschreibermine sein. Na, da wird die Verteidigung einwenden, dass Nackenhorst ja mehrere Kugelschreiber gehabt haben kann. Ich sehe, Sie können es schwer ertragen, dass einer Ihrer jungen Kriminalbeamten ein Mörder sein soll. Zumindest einen Totschlag nach 212 StGB begangen hat. Mannhart, wir haben in Norbert Pensel, unserem Kellerfenster Spaghetti, einen Täter, wie wir ihn nicht besser finden können. Um das Image der Polizei zu retten. Was wir dringend brauchen, um unsere Arbeit zu tun, ist das Vertrauen der Bürger in unsere Integrität. Wie die Gewissheit potenzieller Täter, dass sie keine Chance gegen uns haben. Und deshalb nehmen Sie es hin, dass unser Freund Markus Lau einen Beamten erschlägt.
Natürlich nicht, wenn es da wirklich so wäre. Aber in diesem Falle scheint mit Ihnen doch der verhinderte Kriminalschriftsteller durchgegangen zu sein. Ging's vielleicht ein bisschen sachlicher? Gerne. Ihnen scheint nämlich ein ganz bedeutsamer Tatbestand entgangen zu sein. Welcher denn? Dass auch Markus Lau fast erschlagen worden wäre. Nein, der ganz sicher nicht. Dazu ist seine Schwester viel zu zierlich. Seine Schwester? Na sicher. Die ist sowas von cool und clever. 3 Jahre in der Berliner Anarcho-Szene, das macht sich bezahlt. Wie? Die soll? Ist doch mehr als klar. Andrea sieht, dass ihr Bruder eine riesengroße Dummheit begangen hat. Nackenhorst ist tot und sie will ihn retten. Ja, und weiter? Und in dieser Situation tut sie intuitiv das einzig Richtige. Sie nimmt den Pokal und schlägt damit auf ihren Bruder ein. Wahrscheinlich ohne, dass der zunächst begreift, warum. Natürlich war das Brammer Tageblatt nicht dahin zu bringen, meine bzw. Heikes Geschichte zu drucken. Doch eine kleinere, überregionale Zeitung sowie ein Nachrichtenmagazin und eine Illustrierte aus dem norddeutschen Raum machten eine ziemliche Story daraus. Alles natürlich mit vielen Fragezeichen, aber im Großen und Ganzen doch voll auf meiner Linie. Als ich es gedruckt vor mir liegen hatte, war es dann aus mit mir. Ich hätte es nicht tun dürfen. Ich bin ein Schwein. Ich bin wirklich... Es ist deine Pflicht gewesen. Ich bin immer mit Markus und Andrea befreundet gewesen. Ihre Mutter hat mir geholfen, mich hier in Bremme einzuleben. Beide sind noch lange nicht im Knast. Vielleicht wird sich alles im Sand verlaufen. Umso schlimmer dann, dass ich sie so verdächtigt habe. Das ist gemein, ist das. Schoflich. Hör auf damit! Beide sind so nett. Sie haben das bestimmt nicht getan. Ach, da stehst du durch, verdammt nochmal! Mord ist Mord, und wenn ich einen begangen hätte, dann müsstest du den genauso anzeigen wie bei jeder x-beliebigen Person. Nein, müsste ich nicht. Und außerdem, Markus war es nicht. Ich kenne ihn doch. Er ist scheu und zurückhaltend. Als ich bei ihm gewohnt habe, da ist mal ein kleiner Spatz aus dem Nest gefallen. 0 Überlebenschance. Meinst du, den hat er mit dem Spaten totschlagen können? Das habe ich dann tun müssen. So wie den Spatzen habe ich jetzt ihn. Ach, Quatsch. Mein Name steht doch überall drunter. Aber von mir hast du das alles. Und ich habe den Markus immer wie meinen eigenen Sohn behandelt. Hör endlich auf zu jammern. Ich fühle es, dass er unschuldig ist. Oh. Nimm du mal ab. Du bist doch direkt daneben. Schön. Manhart. Ja, bitte? Hallo, ich bin's, Thomas Katzor. Herr Katzor? Oh. Ja, ich möchte mich entschuldigen bei Ihnen. Entschuldigen? Wofür? Dass ich Ihnen im Falle Markus Lau so Unrecht getan habe. Wie? Was ist mit Markus? Das wissen Sie noch nicht. Wir haben sein Geständnis. Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Es ist hundertprozentig so gewesen, wie Sie es rekonstruiert hatten. Oh Gott. Entschuldigen Sie, ich kann nicht mehr. Gib her, gib her. Hier ist Heike Hohnholz. Hallo. Ja, was ist denn mit Markus? Wir haben sein Geständnis. Was? Er hat einen langen Abschiedsbrief geschrieben und da alles Punkt für Punkt... Ein Abschiedsbrief, sagen Sie? Ja, sicher. Markus Lau hat sich doch erhängt. In der HEV. Im Erste-Hilferaum. Es war ein Schock. Und mir ging es ähnlich wie allen Kollegen, die einmal im Dienst und vom Gesetz gedeckt einen Straftäter erschossen hatten. Ein Mörder oder Geiselnehmer beispielsweise. Sicher waren wir die legalen Instrumente eines vom Volke getragenen Staates, aber eben keine Instrumente wie eine Zange oder ein Messer, sondern welche mit Kopf und Seele. Und da war unser Verstoß gegen das höchste aller Gebote, du sollst nicht töten, schon verdammt schwer zu verarbeiten. Ich hatte sehr gehofft, dass mir meine Studenten dabei helfen würden. Doch es kam bei der nächsten Lehrveranstaltung alles ganz anders. Eisiges Schweigen empfing mich, als ich den Hörsaal betrat. Musik.
Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Ja, werd ich auch. Auf Wiedersehen dann. Tschüss, ja. Auf Gleis 3 an Einfahrt, das Sie wissen, auf wen ich warte. Wenn Sie so fragen, schon. Aber vielleicht ist Ihre Heike so clever, dass sie den Penny gleich mitbringt. Exklusiv. Das Brammer Tageblatt sprach als erstes mit dem Doppelmörder. Geht nicht. Was? Der kommt da gerade aus der Toilette. Wer? Na Mensch, der lange Eisenbahner da, in der Uniform. Tatsächlich, das ist er. Quatsch. So, Hänsel! Hänsel, Moment mal! Passen Sie auf! Der will sich vor den Zug werfen! Nicht mit dir, nicht! Ihr Ernst will auf! Obwohl Katsura als Verfechter der Todesstrafe später mächtig über das fluchte, was wir da gemacht hatten, es gelang uns noch im letzten Augenblick, Penny wieder von den Schienen hochzureißen. Auch bei der Vernehmung war nicht viel Widerstand zu brechen. Anfangs jedenfalls. Herr Pensel, Sie geben also zu, die Psychologieprofessorin Reinhold Grüber in Ihrem Haus in Wietzenbruch mit einem Ziegelstein erschlagen zu haben. In Notwehr! In Notwehr! Als sie mich anzeigen wollte. Ob das nun Notwehr ist? Bestimmt nicht. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, da einzubrechen? Durch Zufall. Ich bin auf Wietzenbruch raus, um hinten irgendwo in einer leeren Scheune zu schlafen. Penny, Mann, mach hier nicht auf Penner. Du bist kein harmloser Stadtstreicher. Du bist ein hochgefährlicher Einbrecher und Gewalttäter. Schön. Ich wollte da das alte Zeugs rausholen. Ich lese natürlich immer die Todesanzeigen und wusste nicht, dass da schon wieder jemand drin gewohnt hat. Na, lassen wir die Grüber mal, die ist ja nun sozusagen abgehakt. Aber weil du nun schon mal dabei bist, einen Tisch zu machen, kannst du doch den Nackenhorst auch gleich noch zugeben. Wen? Den Verwaltungsleiter der HÖV. Sie waren doch zur Tatzeit da. Ja, aber nur zu sehen, ob da eine Gelegenheit war. Was für eine Gelegenheit. An die Kasse ranzukommen. Wobei dir dann Nackenhorst leider Gottes über den Weg gelaufen ist. Ach Quatsch. Ich bin gleich weg, als da der Lärm losgegangen ist. Ja, und bei dieser Aussage blieb denn Penny auch. So sehr wir noch nachbohrten. Klar, sagten wir, als Doppelmörder hätte er keine Chance gehabt, nach den üblichen 10 bis 15 Jahren Knast für die erste Bluttat wieder freizukommen. Doch an seiner Schuld war nicht zu zweifeln, denn bei der Gegenüberstellung hatten Markus und Andrea Lau ihn ohne jeden Zweifel als Täter wiedererkannt. Markus bestätigte mir das noch einmal, als er bei mir in der Sprechstunde saß. Sicher war er das. Um ein Haar wäre ich ja sein zweites beziehungsweise drittes Opfer geworden. Sieht ja immer noch schlimm aus, deine Narbe über der Nase. Ja, und da prägt sich alles ein, das Gesicht, die Figur. Ja, vergiss das mal, konzentriere dich auf die Prüfung. Ja, da wollte ich Sie gestern auf dem Bahnhof nicht nachfragen, weil Katsura dabei war. Das wäre auch schlecht gewesen. Wenn wir aber die neu geschriebene Superarbeit austauschen. Beide haben Sie natürlich Handschuhe an. Markus ist ja nach 6 Semestern Kriminalistik Spezialist, was daktyloskopische Spuren betrifft, beziehungsweise wie man diese vermeidet. Alles ist bestens vorbereitet. Doch leider Gottes werden Sie von Nackenhorst erwischt. Und Markus greift zum Pokal, um ihn zu erschlagen. Muss er, aus seiner Logik heraus. Denn das Erwischtwerden bedeutet für ihn das absolute Aus. Prüfung nicht bestanden. Und wegen des Einbruchs und des Täuschungsversuchs das Ende seiner Polizeikarriere. Zu Hause Herzanfall seiner Mutter. Schön und gut, aber auf der vorliegenden Klausur hier ist doch Nackenhorsts Kürzel. Das kann man nun mit Leichtigkeit fälschen. Sie könnten es aber trotzdem vom Graphologen untersuchen lassen. Es muss ja wohl auch eine andere Kugelschreibermine sein. Na, da wird die Verteidigung einwenden, dass Nackenhorst ja mehrere Kugelschreiber gehabt haben kann. Ich sehe, Sie können es schwer ertragen, dass einer Ihrer jungen Kriminalbeamten ein Mörder sein soll. Zumindest einen Totschlag nach 212 StGB begangen hat. Mannhart, wir haben in Norbert Pensel, unserem Kellerfenster Spaghetti, einen Täter, wie wir ihn nicht besser finden können. Um das Image der Polizei zu retten. Was wir dringend brauchen, um unsere Arbeit zu tun, ist das Vertrauen der Bürger in unsere Integrität. Wie die Gewissheit potenzieller Täter, dass sie keine Chance gegen uns haben. Und deshalb nehmen Sie es hin, dass unser Freund Markus Lau einen Beamten erschlägt? Natürlich nicht, wenn es da wirklich so wäre. Aber in diesem Falle scheint mit Ihnen doch der verhinderte Kriminalschriftsteller durchgegangen zu sein. Ging's vielleicht ein bisschen sachlicher? Gerne. Ihnen scheint nämlich ein ganz bedeutsamer Tatbestand entgangen zu sein. Welcher denn? Dass auch Markus Lau fast erschlagen worden wäre.
Nein, der ganz sicher nicht. Dazu ist deine Schwester viel zu zierlich. Seine Schwester? Na sicher. Die ist sowas von cool und clever. 3 Jahre in der Berliner Anarcho-Szene, das macht sich bezahlt. Wie? Die soll? Ist doch mehr als klar. Andrea sieht, dass ihr Bruder eine riesengroße Dummheit begangen hat. Nackenhorst ist tot und sie will ihn retten. Ja, und weiter? Und in dieser Situation tut sie intuitiv das einzig Richtige. Sie nimmt den Pokal und schlägt damit auf ihren Bruder ein. Wahrscheinlich ohne, dass der zunächst begreift, warum. Natürlich war das Brammer-Tageblatt nicht dahin zu bringen, meine bzw. Heikes Geschichte zu drucken. Doch eine kleinere, überregionale Zeitung sowie ein Nachrichtenmagazin und eine Illustrierte aus dem norddeutschen Raum machten eine ziemliche Story daraus. Alles natürlich mit vielen Fragezeichen, aber im Großen und Ganzen doch voll auf meiner Linie. Als ich es gedruckt vor mir liegen hatte, eine knappe Woche später auf dem Brammer Hauptbahnhof, wirklich rein zufällig, als ich Heike vom Intercity abholen wollte. Hallo, Katsua! Nicht weglaufen, ich will nicht so laut! Kommen Sie hinter den Kiosk. Was ist denn los hier? Wir warten auf Penny. Er ist doch nun bestimmt nicht mehr in Bramme. Einer unserer V-Männer will ihn gestern im Bahnhofsviertel gesehen haben. Und Sie meinen immer noch, dass der Nackenhorst... Nicht nur den. Wie? Die Grübe auch. Es sind ja niedrige Türen in dem alten Haus da. Und der Täter ist im Dunkeln mit dem Kopf gegen einen Türbalken gestoßen. Ein bisschen Gewebeflüssigkeit, ein paar Haare. Das hat gereicht, um ganz eindeutig zu sagen, dass es der Pinsel war oder auch Penny. Kellerfenster Spaghetti. Ja. Na, nicht schlecht. Momentchen mal. Da kommt ja... Hallo, Andrea! Markus! Wieder aus dem Krankenhaus raus. Gott sei Dank, ja. Und dadurch, dass die Lehrveranstaltungen ausgefallen sind, hat er ja nicht so viel versäumt. Die meisten Dozenten bereiten euch auch so gut vor, dass sie fast schon die Prüfungsaufgaben verlesen. Letztes Jahr sind trotzdem 7 durchgefallen. Wenn ich diesmal in der Prüfungskommission sitze, werden es wieder ein paar mehr. Na, Sie machen meinem Bruder ja Mut. Lernen soll er. Ja, werde ich auch. Auf Wiedersehen dann. Tschüss, ja. Ciao. Sie wissen, auf wen ich warte. Ja, wenn Sie so fragen, schon. Aber vielleicht ist Ihre Heike so clever, dass sie den Penny gleich mitbringt. Exklusiv. Das Brammer Tageblatt sprach als erstes mit dem Doppelmörder. Geht nicht. Was? Der kommt da gerade aus der Toilette. Wer? Na Mensch, der lange Eisenbahner da, in der Uniform. Tatsächlich, das ist er. Quatsch. So, Pinsel! Pinsel, Moment mal! Passen Sie auf! Der will sich vor den Zug werfen! Nicht mit dir, nicht! Ihr Ernst will auf! Obwohl Katsura als Verfechter der Todesstrafe später mächtig über das fluchte, was wir da gemacht hatten, es gelang uns noch im letzten Augenblick, Penny wieder von den Schienen hochzureißen. Auch bei der Vernehmung war nicht viel Widerstand zu brechen. Anfangs jedenfalls. Herr Pinsel, Sie geben also zu, die Psychologieprofessorin Reinhold Grüber in Ihrem Haus in Wietzenbruch mit einem Ziegelstein erschlagen zu haben. In Notwehr! In Notwehr! Als sie mich anzeigen wollte. Ob das nun Notwehr ist? Bestimmt nicht. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, da einzubrechen? Durch Zufall. Ich bin nach Wietzenbruch raus, um hinten irgendwo in einer leeren Scheune zu schlafen. Penny, Mann, mach hier nicht auf Penner. Du bist kein harmloser Stadtstreicher. Du bist ein hochgefährlicher Einbrecher und Gewalttäter. Schön. Ich wollte da das alte Zeugs rausholen. Ich lese natürlich immer die Todesanzeigen und wusste nicht, dass da schon wieder jemand drin gewohnt hat. Na, lassen wir die Grüber mal, die ist ja nun sozusagen abgehakt. Aber weil du nun schon mal dabei bist, einen Tisch zu machen, kannst du doch den Nackenhorst auch gleich noch zugeben. Wen? Dem, dass sie Bescheid gesagt hat. Sie arbeitet gerade an einem Aufsatz über die Ursachen des morgendlichen Verschlafens. Also nutzen wir die Stunde, meine Damen und Herren. Fragen wir Herrn Dr. Ernst nach allem, was außerhalb des Datenschutzes liegt. Bitte. Der Kollege Mannhardt sitzt der Tür am nächsten und darf ihn reinholen. Oh, ich danke dem Herrn Vorsitzenden für das in mich gesetzte Vertrauen. Gern, gern. Herr Dr. Ernst, bitte. Danke sehr. Herzlich willkommen, Herr Dr. Ernst. Wenn Sie bitte hier neben mir Platz nehmen würden. Ja, sehr gerne. So. Niemand werfe den ersten Stein, aber jeder stelle die erste Frage. Tja,
Wie immer, keiner wagt es. Weder Rittersmann noch Knapp. Muss ich es also tun. Frage ich also Herrn Dr. Ernst, was für ihn die Psychologie im Rahmen der Polizeiausbildung denn eigentlich soll. Tja, lassen Sie mich mit dem Theoriedefizit der berufsrelevanten Fächer beginnen. Aha. Oder besser mit der Frage, ob ein Polizist der berühmte Sozialarbeiter mit der Dienstpistole sein kann und sein sollte. Hoheitliches Handeln, die Durchsetzung legitimer physischer Gewalt, Aufrechterhaltung von Gesetz und Ordnung auf der einen Seite, das Bild vom Freund und Helfer auf der anderen Seite. Ja, was soll da Priorität genießen? Kann man diese Widersprüche ohne Psychologen in den Griff kriegen? Mit erst recht nicht. Ruhe doch bitte. Und könnten wir die Tür nicht bitte geschlossen halten, ja? Entschuldigung. Ach, nicht doch jetzt, gerade beim Hearing, Herr Katzur. Mann, hat, gucken Sie doch bitte. Ja. Ich würde da gerne noch einmal einhaken bei Ihren Auslassungen. Ganz abgesehen davon, dass ich das alles ein bisschen viel Papier finde, Sie sagen. Was ist denn los? Die Sensation Nummer eins. Es gibt Zeugenaussagen, dass kurz vor 22 Uhr ein Mann um das HÜV-Gebäude herumgeschlichen ist. Ich kann's kaum gewesen sein. Ich habe bei mir im Büro gesessen und geschlafen. Größer als Sie und schlanker. Der Rasensprenger war den ganzen Tag über an und wir haben einen schönen Schuhabdruck ausgießen können. Den passenden Schuh dazu haben wir eben im Gästehaus der HÜV sichergestellt. Und seinen Träger wollte ich gerade... Dr. Ernst? Erraten. Erkenne sicher das Motiv, dann hast du den Täterkreis. So der Leitspruch von Lemoyne Snyder, dem amerikanischen Altmeister der Kriminalistik. Und wir Ermittlungsbeamte neigen wohl alle zur Überbewertung dieser Erkenntnis. Keiner hatte einen direkten Nutzen von Nackenhorsts Tod, außer Dr. Ernst. Und damit saß er ganz schön in der Bredouille. Das meinte auch Heike, als ich ihr am Abend davon Bericht erstattet hatte. Etwas hängen bleibt immer. Mich wundert dabei nur, dass Katzor da nicht so... 15 Uhr. Da wird es dann wohl zur Kampfabstimmung kommen, über die Dreierliste. Ja. Ha, da kommt ja Katzor. Herrchen allerseits. Wollen Sie sich setzen? Nein, danke. Nur schnell Herrn Dr. Ernst zu einer Gegenüberstellung bitten. Der Markus Lau, der liegt doch noch im Krankenhaus. Ja, aber seine Schwester steht uns zur Verfügung. Markus Lau, das ist der Kommissaranwärter, der niedergeschlagen und schwer verletzt worden ist. Ne? So ist es. Und seine Schwester Andrea möchte uns nun sagen, ob einer von den sieben Männern, die wir auf unserer kleinen Bühne aufbauen werden, der Täter ist. Und ich soll einer dieser sieben potenziellen Mörder sein? Der Untersuchungsrichter will es so, Herr Dr. Ernst. Nun denn... Sehen Sie es als Chance, mal am eigenen Leibe zu erfahren, wie einem dabei so zumute ist, wenn die Tatzeugen einen anstarren. Mein Wagen steht unten. Eine gewisse klammheimliche Freude erfüllte mich schon, den Herrn Psychologen so zappeln zu sehen. Er hatte einiges getan, was nicht nur Nackenhorst gegen den Strich gegangen war. Zum Beispiel Trainingsprogramm für Polizisten entwickelt, die den finalen Todesschuss abgeben sollten. Oder wissenschaftlich, in Anführungsstrichen, begründet, warum Türken hierzulande als Polizisten ungeeignet waren. Aber bei aller Abneigung gegen ihn, dass er Nackenhorst im Affekt erschlagen hatte, das mochte ich dennoch nicht glauben. Aber vielleicht konnte mir Markus Lauda weiterhelfen. Ja, bitte. Hallo, Markus. Oh, Herr Mannhardt. Ja, ich wollte doch mal sehen. Ach, Frau Lau. Ja? Dass Sie auch gerade... Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, gar nicht, Herr Mannhardt. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Danke. Mein Sohn hat schon gefragt, wo Sie denn bleiben. Na, Markus, wie stehen denn die Aktien? Man sieht ja gar nichts von deinem Gesicht. Alles Gips, alles Mull. Die Nase, die Lippen, alles geschwollen. Aber alles in allem hast du trotzdem noch gewaltig Glück gehabt. Ja, wo Herr Nackenhorst tot ist. Hör auf, Mutter. War Katsua schon hier und ist dir auf die Nerven gegangen? Selbstverständlich. Also ihr seid beide den Flur entlang gekommen, Andrea und du, und habt bei Lachmund im Zimmer Geräusche gehört. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen, Junge. Was soll ich da groß erzählen? Andrea wollte ihm guten Abend sagen, weil sie ihn von früher her kannte. Sie hat ja auch mal an der HÖV studiert, bevor sie nach Berlin gegangen ist, an die FU. Oh ja. Und in Lachmunds Zimmer hatte der Täter Nackenhorst schon erschlagen. Und ist dann mit dem Pokal auf dich losgegangen. Ja. Und hat ihn voll im Gesicht getroffen. Hoffentlich bleibt da nichts nach. Und Andrea, was hat die? Die hat den Feuerlöscher von der Wand gerissen, um damit zu spritzen.
Dass er kampfunfähig wird, ja. Keine schlechte Idee. Er ist aber dann aus Lachmunds Fenster raus. Im Parterre, da... Trink mal noch von dem Vitaminsaft, Markus. Du brauchst das jetzt. Hier. Ja doch, Mutter. Und dann bin ich auch schon unten gewesen bei euch. Na, nicht schlecht. Momentchen mal. Da kommt ja... Hallo, Andrea! Markus! Wieder aus dem Krankenhaus raus. Gott sei Dank, ja. Und dadurch, dass die Lehrveranstaltungen ausgefallen sind, hat er ja nicht so viel versäumt. Die meisten Dozenten bereiten euch auch so gut vor, dass sie fast schon die Prüfungsaufgaben verlesen. Letztes Jahr sind trotzdem 7 durchgefallen. Wenn ich diesmal in der Prüfungskommission sitze, werden es wieder ein paar mehr. Na, Sie machen meinem Bruder ja Mut. Lernen soll er. Ja, werde ich auch. Auf Wiedersehen dann. Tschüss, ja. Ciao. Sie wissen, auf wen ich warte. Ja, wenn Sie so fragen, schon. Aber vielleicht ist Ihre Heike so clever, dass sie den Penny gleich mitbringt. Exklusiv. Das Brammer Tageblatt sprach als erstes mit dem Doppelmörder. Geht nicht. Was? Der kommt da gerade aus der Toilette. Wer? Na Mensch, der lange Eisenbahner da, in der Uniform. Tatsächlich, das ist er. Quatsch. So, Hänsel! Hänsel, Moment mal! Passen Sie auf! Der will sich vor den Zug werfen! Obwohl Katsura als Verfechter der Todesstrafe später mächtig über das fluchte, was wir da gemacht hatten, es gelang uns noch im letzten Augenblick, Penny wieder von den Schienen hochzureißen. Auch bei der Vernehmung war nicht viel Widerstand zu brechen. Anfangs jedenfalls. Herr Pensel, Sie geben also zu, die Psychologieprofessorin Reinhold Grüber in Ihrem Haus in Wietzenbruch mit einem Ziegelstein erschlagen zu haben. In Notwehr. In Notwehr. Als sie mich anzeigen wollte. Ob das nun Notwehr ist? Bestimmt nicht. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, da einzubrechen? Durch Zufall. Ich bin auf Wietzenbruch raus, um hinten irgendwo in einer leeren Scheune zu schlafen. Penny, Mann, mach hier nicht auf Penner. Du bist kein harmloser Stadtstreicher. Du bist ein hochgefährlicher Einbrecher und Gewalttäter. Schön. Ich wollte da das alte Zeugs rausholen. Ich lese natürlich immer die Todesanzeigen und wusste nicht, dass da schon wieder jemand drin gewohnt hat. Na, lassen wir die Grüber mal. Die ist ja nun sozusagen abgehackt. Aber weil du nun schon mal dabei bist, einen Tisch zu machen, kannst du doch den Nackenhorst auch gleich noch zugeben. Wen? Den Verwaltungsleiter der HÖV. Sie waren doch zur Tatzeit da. Ja, aber nur zu sehen, ob da eine Gelegenheit war. Was für eine Gelegenheit? An die Kasse ranzukommen. Wobei dir dann Nackenhorst leider Gottes über den Weg gelaufen ist. Ach Quatsch! Ich bin gleich weg, als da der Lärm losgegangen ist. Ja, und bei dieser Aussage blieb denn Penny auch. So sehr wir noch nachbohrten. Klar, sagten wir. Als Doppelmörder hätte er keine Chance gehabt, nach den üblichen 10 bis 15 Jahren Knast für die erste Bluttat wieder freizukommen. Doch an seiner Schuld war nicht zu zweifeln, denn bei der Gegenüberstellung hatten Markus und Andrea Lauch... So fragen schon. Aber vielleicht ist Ihre Heike so clever, dass sie den Penny gleich mitbringt. Exklusiv. Das Brammer Tageblatt sprach als erstes mit dem Doppelmörder. Geht nicht. Was? Der kommt da gerade aus der Toilette. Wer? Na Mensch, der lange Eisenbahner da, in der Uniform. Tatsächlich, das ist er. Quatsch. So, Pinsel! Pinsel, Moment mal! Passen Sie auf! Der will sich vor den Zug werfen! Nicht mit dir, nicht! Ihr Ärmsel! Auf! Obwohl Katsura als Verfechter der Todesstrafe später mächtig über das fluchte, was wir da gemacht hatten, es gelang uns noch im letzten Augenblick, Penny wieder von den Schienen hochzureißen. Auch bei der Vernehmung war nicht viel Widerstand zu brechen. Anfangs jedenfalls. Herr Pensel, Sie geben also zu, die Psychologieprofessorin Reinhold Grüber in Ihrem Haus in Wietzenbruch mit einem Ziegelstein erschlagen zu haben. In Notwehr. In Notwehr. Als sie mich anzeigen wollte. Ob das nun Notwehr ist? Bestimmt nicht. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, da einzubrechen? Durch Zufall. Ich bin auf Wietzenbruch raus, um hinten... irgendwo in einer leeren Scheune zu schlafen. Penny, Mann, mach hier nicht auf Penner. Du bist kein harmloser Stadtstreicher. Du bist ein hochgefährlicher Einbrecher und Gewalttäter. Schön. Ich wollte da das alte Zeugs rausholen. Ich lese natürlich immer die Todesanzeigen und wusste nicht, dass da schon wieder jemand drin gewohnt hat. Na, lassen wir die Grüber mal. Die ist ja nun sozusagen abgehackt. Aber weil du nun schon mal dabei bist, einen Tisch zu machen... kannst du doch den Nackenhorst auch gleich noch zugeben. Wen?
den Verwaltungsleiter der HÖV. Sie waren doch zur Tatzeit da. Ja, aber nur zu sehen, ob da eine Gelegenheit war. Was für eine Gelegenheit? An die Kasse ranzukommen. Wobei dir dann Nackenhorst leider Gottes über den Weg gelaufen ist. Ach, Quatsch! Ich bin gleich weg, als da der Lärm losgegangen ist. Ja, und bei dieser Aussage blieb denn Penny auch. So sehr wir noch nachbohrten. Klar, sagten wir, als Doppelmörder hätte er keine Chance gehabt, nach den üblichen 10 bis 15 Jahren Knast für die erste Bluttat wieder freizukommen. Doch an seiner Schuld war nicht zu zweifeln, denn bei der Gegenüberstellung hatten Markus und Andrea Lau ihn ohne jeden Zweifel als Täter wiedererkannt. Markus bestätigte mir das noch einmal, als er bei mir in der Sprechstunde saß. Sicher war er das. Um ein Haar wäre ich ja sein zweites bzw. drittes Opfer geworden. Sieht ja immer noch schlimm aus, deine Narbe über der Nase. Ja, und da prägt sich alles ein, das Gesicht, die Figur. Ja, vergiss das mal, konzentriere dich auf die Prüfung. Ja, da wollte ich Sie gestern auf dem Bahnhof nicht nachfragen, weil Katsoa dabei war. Das wäre auch schlecht gewesen. Wenn wir aber jetzt so 2, 3 Schwerpunkte? Sicher. Irgendwie sieht so schlecht aus. Aber leider muss das ein gewisser Markus Lau beim Lesen des Textes, des Sachverhalts, übersehen haben. Totaler Blackout. Die Angst, die Panik. Ihre Fantasie möchte ich haben. Die hast du. Mir diese Briefbombe zu schicken und den Verdacht auf die Rechtsradikalen. Das ist doch idiotisch! Dass Penny den Nackenhorst erschlagen hat, daran zweifelt doch keiner mehr. Doch. Einer noch. Ich. Ich würde da vorsichtig sein, wo Sie doch schon mal in psychiatrischer Behandlung gewesen sind. Ja, bitte. Da wären wir wieder. Ich bedanke mich fürs Mitfahren dürfen. Ich beriet mich noch kurz mit Heike. Und sie war voll und ganz meiner Meinung. Also eilte ich zu Katsoa, um ihn dahin zu bringen, das Nötige zu aber tun. Hier ist doch Nackenhorsts Kürzel drauf. Die schriftliche Hauptprüfung, die große Staatsprüfung. 2 Fünfen hatte Markus schon. Mit einer dritten bei Lachmund wäre er durchgefallen gewesen. Aus der Traum. Damit ist die Sache klar. Markus schreibt mit Hilfe seiner Schwester und anhand von Fallsammlungen zu Hause eine gänzlich neue Klausur. Die Sache erscheint ihm einfach genug. Markus hat abends den Termin bei mir, sodass seine Anwesenheit in der HIV nicht weiter verdächtig ist. Aber Sie wollen bei Lachmund einbrechen und die missglückte Klausur gegen die neu geschriebene Superarbeit austauschen. Beide haben sie natürlich Handschuhe an. Markus ist ja nach 6 Semestern Kriminalistik Spezialist, was daktyloskopische Spuren betrifft, beziehungsweise wie man diese vermeidet. Alles ist bestens vorbereitet. Doch leider Gottes werden Sie von Nackenhorst erwischt. Und Markus greift zum Pokal, um ihn zu erschlagen. Muss er, aus seiner Logik heraus. Denn das Erwischtwerden bedeutet für ihn das absolute Aus. Prüfung nicht bestanden. Und wegen des Einbruchs und des Täuschungsversuchs das Ende seiner Polizeikarriere. Zu Hause Herzanfall seiner Mutter. Schön und gut, aber auf der vorliegenden Klausur hier ist doch Nackenhorsts Kürzel. Das kann man nun mit Leichtigkeit fälschen. Sie könnten es aber trotzdem vom Graphologen untersuchen lassen. Es muss ja wohl auch eine andere Kugelschreibermine sein. Na, da wird die Verteidigung einwenden, dass Nackenhorst ja mehrere Kugelschreiber gehabt haben kann. Ich sehe, Sie können es schwer ertragen, dass einer Ihrer jungen Kriminalbeamten ein Mörder sein soll. Zumindest einen Totschlag nach 212 StGB begangen hat. Mannhart, wir haben in Norbert Pensel, unserem Kellerfenster Spaghetti, einen Täter, wie wir ihn nicht besser finden können. Um das Image der Polizei zu retten. Was wir dringend brauchen, um unsere Arbeit zu tun, ist das Vertrauen der Bürger in unsere Integrität. Wie die Gewissheit potenzieller Täter, dass sie keine Chance gegen uns haben. Und deshalb nehmen Sie es hin, dass unser Freund Markus Lau einen Beamten erschlägt? Natürlich nicht, wenn es da wirklich so wäre. Aber in diesem Falle scheint mit Ihnen doch der verhinderte Kriminalschriftsteller durchgegangen zu sein. Korrigiert, die ist auch okay. 1 bis 2. Die andere aber war höchstens 4 bis 5, wahrscheinlich aber eine glatte 5. Welche andere denn? Die, die vorne auf dem Tisch gelegen hat, als ich Nackenhorst vertreten habe. Auf dem Stapel der schon abgegebenen Klausuren. Was soll denn der Scheiß? Langsam mal. Lachmunds Fall war ja das vorsätzliche, in Klammern unechte, Unterlassungsdelikt. Die 17-jährige Prostituierte Babsi F. lässt auf Anraten ihres Freundes Rocky W. ihr nicht eheliches Kind Tamara verhungern. So.
Ich sitze also im Hörsaal, langweile mich und greife mir eine der schon fertigen Klausuren. Deine natürlich, weil ich dich von allen am besten kenne. Das ist mir gar nicht aufgefallen. War ja auch unmöglich, weil du schon gegangen warst. Na und? Ich schaue mir also an, was Markus zu Papier gebracht hat. Er hebt voll darauf ab, dass sich Babsi einer Kindestötung nach Paragraph 217 Absatz 1 StGB strafbar gemacht hat. Hat sie nicht? Nein. Und so steht denn auch in der Klausur, die Lachmund nachgesehen und so gut bewertet hat, ganz was anderes. Dass auf Babsi nämlich der Paragraph 212 Absatz 1 anzuwenden ist. Totschlag. Sie hat den Tod ihres Kindes durch Unterlassen der Fütterung herbeigeführt. Ja, weil bei Kindestötung nach Paragraph 217 Voraussetzung ist, dass die Mutter das nicht-eheliche Kind während oder gleich nach der Geburt tötet. So ist es. Aber leider muss das ein gewisser Markus Lau beim Lesen des Textes, des Sachverhalts, übersehen haben. Totaler Blackout, die Angst, die Panik. Ihre Fantasie möchte ich haben. Die hast du. Mir diese Briefbombe zu schicken und den Verdacht auf die Rechtsradikalen. Das ist doch idiotisch! Dass Penny den Nackenhorst erschlagen hat, daran zweifelt doch keiner mehr. Doch. Einer noch. Ich. Ich würde da vorsichtig sein, wo sie doch schon mal in psychiatrischer Behandlung gewesen sind. Ja, bitte. Da wären wir wieder. Ich bedanke mich fürs Mitfahren dürfen. Ich beriet mich noch kurz mit Heike. Und sie war voll und ganz meiner Meinung. Also eilte ich zu Katzor, um ihn dahin zu bringen, das Nötige zu tun. Aber hier ist doch Nackenhorsts Kürzel drauf. Schriftliche Hauptprüfung, die große Staatsprüfung. 2 Fünfen hatte Markus schon. Mit einer dritten bei Lachmund wäre er durchgefallen gewesen. Aus der Traum. Damit ist die Sache klar. Markus schreibt mit Hilfe seiner Schwester und anhand von Fallsammlungen zu Hause eine gänzlich neue Klausur. Die Sache erscheint ihm einfach genug. Markus hat abends den Termin bei mir, sodass seine Anwesenheit in der HIV nicht weiter verdächtig ist. Aber... Sie wollen bei Lachmund einbrechen und die Missglückstand zu brechen. Anfangs jedenfalls. Herr Penzel, Sie geben also zu, die Psychologieprofessorin Reinhold Grüber in Ihrem Haus in Wietzenbruch mit einem Ziegelstein erschlagen zu haben. In Notwehr. In Notwehr. Als sie mich anzeigen wollte. Ob das nun Notwehr ist? Bestimmt nicht. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, da einzubrechen? Durch Zufall. Ich bin nach Wietzenbruch raus, um hinten irgendwo in einer leeren Scheune zu schlafen. Penny, Mann, mach hier nicht auf Penner. Du bist kein harmloser Stadtstreicher. Du bist ein hochgefährlicher Einbrecher und Gewalttäter. Schön. Ich wollte da das alte Zeugs rausholen. Ich lese natürlich immer die Todesanzeigen. Und wusste nicht, dass da schon wieder jemand drin gewohnt hat. Ja, lassen wir die Grüber mal, die ist ja nun sozusagen abgehackt. Aber weil du nun schon mal dabei bist, deinen Tisch zu machen, kannst du doch den Nackenhorst auch gleich noch zugeben. Wen? Den Verwaltungsleiter der HÖV. Sie waren doch zur Tatzeit da. Ja, aber nur zu sehen, ob da eine Gelegenheit war. Was für eine Gelegenheit. An die Kasse ranzukommen. Wobei dir dann Nackenhorst leider Gottes über den Weg gelaufen ist. Ach, Quatsch! Ich bin gleich weg, als da der Lärm losgegangen ist. Ja, und bei dieser Aussage blieb denn Penny auch, so sehr wir noch nachbohrten. Klar, sagten wir, als Doppelmörder hätte er keine Chance gehabt, nach den üblichen 10 bis 15 Jahren Knast für die erste Bluttat wieder freizukommen. Doch an seiner Schuld war nicht zu zweifeln, denn bei der Gegenüberstellung hatten Markus und Andrea Lau ihn ohne jeden Zweifel als Täter wiedererkannt. Markus bestätigte mir das noch einmal, als er bei mir in der Sprechstunde saß. Sicher war er das. Um ein Haar wäre ich ja sein zweites beziehungsweise drittes Opfer geworden. Sieht ja immer noch schlimm aus, deine Narbe über der Nase. Ja, und da prägt sich alles ein, das Gesicht, die Figur. Ja, vergiss das mal, konzentriere dich auf die Prüfung. Ja, da wollte ich Sie gestern auf dem Bahnhof nicht nachfragen, weil Katsua dabei war. Das wäre auch schlecht gewesen. Wenn wir aber jetzt so 2, 3 Schwerpunkte? Sicher. Irgendwie siehst du schlecht aus. Fühlst du dich nicht so? Nach dem, was ich so alles erlebt habe? Keine Freundin, die dich trösten könnte? Derzeit nicht. Als ich noch bei euch zu Hause gewohnt habe, warst du immer so ein bisschen ein Einzelgänger. Meine Jahrgangskameraden sind doch alle ins Krankenhaus gekommen, mich besuchen. Und du hast ja auch noch deine Schwester. Die steht voll hinter mir.
Aber bei der mündlichen Prüfung muss ich ja alleine da sitzen. Das kriegen wir schon hin. Konzentrieren wir uns auf das Thema Fehlerquellen in der polizeilichen Tatortarbeit. Zum Beispiel zu frühe Festlegung auf eine bestimmte Tathypothese oder Mängel in der Beschreibungsgenauigkeit des Tatortbefundes. Ah, ja, danke. Hat's ein Patt gegeben. Ich hoffe, dass sich die Nachrückerin von Herrn Nackenhorst an dessen Votum hält. Frau Scholz, Sie werden doch sicher... Nein, ich finde, dass er ein großer Gewinn für uns wäre. Oh Gott. Wenn doch bloß Frau Grüber da wäre und mich unterstützen könnte. Ja, die Studenten haben schon nachgefragt, weil ihre Lehrveranstaltung ausgefallen ist, ohne dass sie Bescheid gesagt hat. Sie arbeitet gerade an einem Aufsatz über die Ursachen des morgendlichen Verschlafens. Also nutzen wir die Stunde, meine Damen und Herren. Fragen wir Herrn Dr. Ernst nach allem, was außerhalb des Datenschutzes liegt. Bitte. Der Kollege Mannhardt sitzt der Tür am nächsten und darf ihn reinholen. Oh, ich danke dem Herrn Vorsitzenden für das in mich gesetzte Vertrauen. Gern, gern. Herr Dr. Ernst, bitte. Danke sehr. Herzlich willkommen, Herr Dr. Ernst. Wenn Sie bitte hier neben mir Platz nehmen würden. Ja, sehr gerne. So. Niemand werfe den ersten Stein, aber jeder stelle die erste Frage. Ja, wie immer, keiner wagt es. Weder Rittersmann noch Knapp. Muss ich es also tun. Frage ich also Herrn Dr. Ernst, was für ihn die Psychologie im Rahmen der Polizeiausbildung denn eigentlich soll. Tja, lassen Sie mich mit dem Theoriedefizit der berufsrelevanten Fächer beginnen. Aha. Oder besser mit der Frage, ob ein Polizist der berühmte Sozialarbeiter mit der Dienstpistole sein kann und sein sollte. Hoheitliches Handeln, die Durchsetzung legitimer physischer Gewalt, Aufrechterhaltung von Gesetz und Ordnung auf der einen Seite. Das Bild vom Freund und Helfer auf der anderen Seite. Ja, was soll da Priorität genießen? Kann man diese Widersprüche ohne Psychologen in den Griff kriegen? Mit erst recht nicht. Ruhe doch bitte. Und könnten wir die Tür nicht bitte geschlossen halten, ja? Entschuldigung. Ach, nicht doch jetzt, gerade beim Hearing, Herr Katsur. Mann, hat gucken Sie doch bitte. Ja. Ich würde da gerne noch einmal einhaken. Tut mir leid. Bei Ihren Auslassungen. Ganz abgesehen davon, dass ich das alles ein bisschen auf die Papier finde, Sie sagen... Was ist denn los? Die Sensation Nummer eins. Es gibt Zeugenaussagen, dass kurz vor 22 Uhr ein Mann um das HÜV-Gebäude herumgeschlichen ist. Ich kann's kaum gewesen sein. Ich habe bei mir im Büro gesessen und geschlafen. Größer als Sie und schlanker. Der Rasensprenger war den ganzen Tag über an und wir haben einen schönen Schuhabdruck ausgießen können. Den passenden Schuh dazu haben wir eben im Gästehaus der HGV sichergestellt. Und seinen Träger wollte ich gerade... Dr. Ernst? ...erraten. Erkenne sicher das Motiv, dann hast du den Täterkreis. So der Leitspruch von Lemoyne Snyder, dem amerikanischen Altmeister der Kriminalistik. Und wir Ermittlungsbeamte neigen wohl alle zur Überbewertung dieser Erkenntnis.